So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen zum 13. Fachsymposium Geschlechtskrankheiten von Amöben und anderen Kleintieren. Mein Name ist Professor Dr. Hast du nicht gesehen und genau. Dankeschön. Ich möchte auch unsere Sponsoren Monsanto und wie heißen diese ganzen großen, gibt es diese Sanacorp, ja, Kütter, Schmerzsalbe, sehr schön. Genau, wir unterhalten uns heute hier über was? Falscher Foliensatz, falsches Symposium, oder? Data in Germany, das neue Made in Germany. Wie eingangs schon erwähnt, das hier ist ein Workshop. Ich erzähle euch ein bisschen was, fix euch an. Macht dabei unbemerkt die Türen zu, dass ihr nicht fliehen könnt und dann dürft ihr arbeiten. Ich habe da nämlich so diese steile Hypothese aufgestellt und will mit euch darüber reden, was euch da so einfällt. So. Kurz noch was zu mir. Mein Name ist Michael Schommer, ich komme vom NoSpy e.V. aus Stuttgart. Das ist da, wo es nur den zweiklassigen Fußball gibt, ne? Das habt ihr ja mitbekommen. Aber es gibt erstklassige andere Sachen dort, erstklassige Aktivisten in Sachen Privacy und Bürgerrechte und so. Wir machen Dinge, Sachen, Lesungen, Abendgespräche, Konferenzen und so weiter. Zum Beispiel haben wir neulich gemacht eine szenische Lesung von den NSA-Untersuchungsausschussprotokollen. Die Idee ist nicht bei uns gewachsen, die Idee haben wir aus Berlin übernommen. Aber das ist ziemlich gut angekommen. Dann machen wir jetzt aktuell als nächstes den literarischen Realitätsabgleich. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir mit der Stadtbibliothek zusammen machen. Wir fangen hier an, wir schauen uns einfach an, was da so Science-Fiction-Fu. Was hat sich in dem Fall der Herr Orwell oder halt auch der Herr Gibson oder andere Menschen vor 20, 30, 100 Jahren ausgedacht und wie viel davon haben wir heute tatsächlich schon? Wo stehen wir denn da? Ja. Genau, in 2 Wochen ist es ungefähr, Mittwoch, 21.09. Für alle, die da zufällig in der Nähe sind oder da wohnen oder so, ihr seid herzlich eingeladen. Und für alle, die etwas weiter planen, wir machen im Mai wieder die NoSpy-Konferenz. Das ist was wir 1 bis 2 Mal im Jahr machen. Eine Konferenz, nicht ganz so fancy wie hier die Chaos Days, aber mit interessantem Publikum und interessantem Programm. Ich sehe den einen oder anderen, der hier schon mal war. Ich gucke jetzt niemanden an. Gut, okay. Ihr dürft nachher dann auch Werbung machen und so. NoSpy-Konferenz. Auf Twitter gibt es uns auch mit NoSpy.org. Also, ihr seid herzlich eingeladen. Genau. Genug der Werbung. Das ist die Einladung, der Werbetext hier für meinen Talk. Deutschland ist Weltmarktführer. Ja, sind wir ja gerne überall, ja, in Sachen Datenschutz. In kaum einem anderen Land gibt es eine so reife Gesetzgebung und Rechtsprechung zu diesem Thema. Also nirgendwo gibt es hier so ein dickes Datenschutzgesetz wie bei uns, mit Kommentar und so. Und so viel Erfahrung in Bevölkerung, Politik und Wirtschaft. Ich bin gerade beruflich ziemlich oft in England. Datenschutz? Hä? Data Protection? Hä? Was? Ja, da gibt's auch einen Data Commissioner, also so eine Art Datenschutzbeauftragter. Ja, du lachst, genau, ja. Da gibt's zwar einen Data Commissioner, aber das ist irgendwie ein zahnloser Tiger. Du, wenn man da nicht gerade irgendwie Bank- oder Telekommunikationsanbieter ist oder so, interessiert das Data Protection niemanden. Ich wollte noch eine Folie einbauen, das habe ich jetzt vergessen. Da gab's letzte Woche, um den Jeremy Corbyn, den englischen Führer der Labour Party, also deren Sigmar Gabriel sozusagen. Wobei der natürlich nicht so dick ist und auch, aber der ist auch linker. Also der ist, keine Ahnung, deren Güsi, könnte man vielleicht sagen. Oder deren Wehner oder Brand. Also deren aktueller Labour-Chef, der war dort in der Bahn unterwegs und hat keinen Sitzplatz bekommen, weil alles reserviert oder voll war.
und hat dann mit dem Kamerateam, das zufällig dabei war, ein Filmchen gedreht, von wegen, ich setze mich hier mit den normalen Leuten auf den Boden, weil alle Sitze voll sind. Das war ein Zug von Virgin. Also in England sind die Züge alle komplett privatisiert. Und Virgin hat dann reagiert, indem sie Bilder aus der Überwachungskamera gezeigt haben, veröffentlicht haben, wo dann zu sehen war, ja, der ist an freien Plätzen vorbei, das war alles gar nicht so schlimm und der Corbyn lügt. Bilder aus der Überwachungskamera, einfach in einer politischen PR-Bla-Auseinandersetzung, geht's noch? Ja, die Überwachungskamera ist noch nicht für sowas da. England, nee, geh weg. Nehmen wir einfach, Hauptsache wir haben. Ja, okay, also in Deutschland sind wir da anders unterwegs. Man kann natürlich sagen, das ist cool. Also viele Menschen, wahrscheinlich auch viele von euch hier im Raum sehen, das ist cool. Andere Menschen finden das doof. Vielleicht gibt es auch welche von euch, die das doof finden. Ja, aber wir sind, wie gesagt, da ziemlich weit vorne, auch aus der Geschichte heraus. Leider möchten zumindest, so wie es aussieht, Politik und Wirtschaft das mit dem Datenschutz ändern. Data is the new oil und Datenschutz ist ein Innovationshindernis. Tönt es von Bitkom bis Bundeskanzlerin. Ich sehe das anders. Ich bin der Ansicht, wer innovativ sein will, kann das auch mit deutschem Datenschutz. Man muss jetzt nicht irgendwie Datenschutz abschaffen oder so, sondern man kann auch, wenn man wirklich das will, kann man auch mit Datenschutz coole Sachen machen. So, deshalb möchte ich Data in Germany zum neuen Made in Germany machen. Made in Germany, wer kennt die Geschichte, wo das herkommt und was das mal war? Okay, fass kurz zusammen. Okay, reicht, ja. Genau. Das war nach irgendeinem Krieg, nee, kein Krieg, das war ursprünglich ein Gütesiegel, aber ein negatives, wenn ihr so wollt. Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es eine Menge Importe nach Großbritannien von Produkten überall her und die waren vielleicht teilweise wirklich nicht so gut. Unter anderem auch deutsche Produkte, die nicht so gut waren. Und da hat der deutsche Preisrichter Franz Rollot, so lese ich den Namen jetzt mal, guter alter deutscher Name, auf der Weltausstellung 1876 gesagt, deutsche Waren sind billig und schlecht. Ein paar Jahre später haben dann die Engländer wieder gesagt, okay, wir führen jetzt hier ein Herkunftsland, eine Herkunftsbezeichnung ein oder Herkunftskennzeichnung ein. Also auf den Produkten muss in Zukunft draufstehen, wo sie herkommen, Gesundheit. Und damit wollten sie halt eigentlich zeigen, hier Made in UK, ja, unsere Produkte sind gut, qualitativ. Und irgendwie haben die Deutschen sich jetzt aber nicht so fallen lassen und haben dann angefangen, gute Produkte zu produzieren. Und irgendwann war es dann so, dass Made in Germany, was eigentlich ursprünglich dazu gedacht war, deutsche Produkte abzuqualifizieren, war dann irgendwann ein Gütesiegel. Ach, guck mal da, Made in Germany taugt was. So, ja, das ist also ein interessanter, ja, wenn sich das so nochmal vor Gesicht führt, ein interessanter Gedanke. Das war mal was Böses und wurde dann tatsächlich ins Gute verkehrt. So, zum Datenschutz. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung hier in Deutschland mit dem Missbrauch von personenbezogenen Daten. Rosa Listen zum Beispiel gab es schon in der Kaiserzeit, in Preußen. Es gab in Holland ein Einwohnerregister mit Religionszugehörigkeit Anfang des letzten Jahrhunderts. Das war eigentlich eine interessante Sache. Hat man sich nichts Böses dabei gedacht, bis die Nazis kamen und dieses Einwohnerregister mit Religionszugehörigkeit genommen haben, um alle Juden in Holland zu finden. Ja, schade. Das war dann... Ja, Missbrauch von personenbezogenen Daten. Dann Gestapo, Stasi. Wie gesagt, wir kennen das. Wir kennen uns da aus. Jahrzehntelange Erfahrung. Hier in Hessen wurde dann nach dem Krieg, hat man das mit dem Datenschutz sich erstmal erst angenommen. Das erste Datenschutzgesetz in Deutschland oder überhaupt, glaube ich, weltweit war das Landesdatenschutzgesetz in Hessen. Und dann gab es Bundesdatenschutzgesetze 1977 und zweimal novelliert. Es gibt übrigens... viele interessante Artikel in dem Datenschutzgesetz.
Auf einen möchte ich besonders hinweisen, Artikel 3 Absatz 9 BDSG, besondere Arten personenbezogener Daten mit besonderem Schutzbedarf. Das sind dann solche Sachen wie ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit. Wisst ihr noch alle, was eine Gewerkschaft ist? Gesundheit und Sexualleben. Das sind so 6 Punkte und wenn ihr euch die anschaut, Ethnik, Politik, Religion, Gewerkschaft, Gesundheit, Sex, das sind alles Sachen, für die die Nazis Leute ins KZ gesteckt haben, wenn ihnen diese 6 Faktoren nicht gepasst haben. Ja, das ist nur so, ja. Das findet sich dann auch eben genau direkt wieder im Datenschutzgesetz. Kann man sagen, das ist sinnvoll, kann sagen, das ist völlig überzogen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Warum Deutschland dann so, auch so, die deutsche Öffentlichkeit an vielen Stellen so besonders für Datenschutz lebt oder den Datenschutz besonders ernst nimmt, eben einmal die alte Geschichte mit Krieg und so. Aber dann gab es eben auch die Volkszählung. 1983 sollte es eine Volkszählung geben. Alle Einwohner in Deutschland sollten erfasst werden mit statistischen Parametern, bla bla bla. Und dagegen gab es eine Beschwerde, ich glaube sogar eine Klage beim Bundesverfassungsgericht. Und das hat dann irgendwann, hat dann im Dezember 83 geurteilt, dass dieses Bundesvolkszählungsgesetz verfassungswidrig ist. Und hat dabei gleichzeitig noch was super Geiles getan, nämlich das Grundrecht gewährleistet in so, also Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Die haben damit also mit diesem Urteil 83 das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung geschaffen. Das finde ich eine ziemlich mutige und ziemlich coole Sache. Konkret oder in der Urteilsbegründung kommen dann solche Sachen hier. Den fetten Satz, den finde ich nämlich sehr interessant. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Ihr kennt es mit diesem Chilling-Effekt oder dieser vorauseilenden Selbstzensur. Ja, kann ich danach jetzt googeln oder kann ich auf den CSD gehen und damit auf die Straße gehen? Nachher, ja, mache ich lieber nicht. Ich halte da lieber. Kann ich mich beim MRMCD irgendwo hinstellen und einen Vortrag halten oder mache ich lieber Low Profile und guck, dass ich nicht so auffalle? Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, also nicht nur mich und dich und sie und ihn, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens ist. Heißt, wenn keiner mehr über die Stränge schlagen kann, wenn keiner mehr seine Meinungen, politische, was auch immer, philosophische, sexuelle, ausleben kann, dann werden wir irgendwann alle ein Volk von Duckmäusern. Und stromlinienförmig und dann ist es irgendwann aus mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut, dieses Urteil und diese Begründung dazu. Bin ich ein großer Fan von. So, von 1983 jetzt nach 2015. Unsere allseits beliebte Kanzlerin. Datenschutz darf Big Data nicht verhindern. Ja, wir brauchen ein neues Verständnis von Datenschutz. Europa dürfe sich die Verwendung von Big Data nicht selbst zerstören durch einen falschen rechtlichen Rahmen. Die eigentliche Musik wird. Also, da, so. Merkel sagt hier, kurz zusammengefasst: Wir können kein Big Data machen, wir können kein IoT machen, wir können kein Industrie 4.0 machen, wir bauen irgendwann keine Autos mehr oder keiner will unsere Autos mehr kaufen, weil Datenschutz.
Merkel mahnt es, mit dem Datenschutz nicht zu übertreiben. Ich glaube, wir sollten aufhören, das mit Merkel zu übertreiben. Daten sind der Rohstoff der Zukunft. Wir brauchen einen vernünftigen Schutz personenbezogener Informationen. Da, ein vernünftiger Schutz. Aha, ja, super. Okay, jetzt, aber das ist also hier so das mit dem, wir brauchen Daten und wir müssen weg von diesem Datenschutz, weil wilde Wirtschaft, ja. Natürlich gibt es ja noch den Terror-Thomas, ja. Terror-Thomas hier von wegen, Datenschutz ist schön, Sicherheit ist aber besser. Ich mache mal kurz das Mikro aus und dann gebe ich mal einen Kommentar dazu. Nein, ist gut. Aber es geht nicht um Terror-Thomas, den Bundesangstmachminister, sondern es geht um das Thema Wirtschaft versus Datenschutz. Ah, und da gibt es nämlich noch hier das Thema Wirtschaft. Da gibt es diesen Herrn Dirks, Thorsten Dirks, Chef von Telefonica, kennt ihr alle als O2, ne? Und auch gleichzeitig Chef der Bitkom. Das ist so ein Wirtschaftsverband von IT-Unternehmen. Und ja, der ist da, sage ich mal, der formuliert das im Prinzip das Gleiche, aber halt ein bisschen diplomatischer und so ein bisschen. Wir müssen den richtigen Weg finden, wir brauchen eine europäische Aufgabe, einheitlicher digitaler Markt. Ja. Der Schutz des Einzelnen gewährleistet, gleichzeitig aber neue Geschäftsmodelle unterstützt. Ja, okay, das geht, genau. Da stimme ich ihm zu, ja. Aber es geht halt nicht im Sinne von, wir gewährleisten den Schutz des Einzelnen eben irgendwie mal so durch Fußnoten oder, sondern da müssen wir was tun für. Also, dieses Interview hat mehrmals sich dazu geäußert, bei Telefonica gibt es da auch eine digitale Agenda, bla bla bla. Was ich sagen möchte, ist nicht einlullen lassen, ja, von so Wirtschaftsjogis, die sagen, ja, wir achten auch auf eure Daten, aber erstmal kommt hier das Primat der Wirtschaft. Also, Datenschutz ist böse, weil, ich fasse nochmal kurz zusammen, Industrie 4.0, Big Data, IoT, Wirtschaft und überhaupt. Also weg mit dem Datenschutz, der stört nur. Ich überzeichne manchmal ein bisschen. Seht mir das bitte nach. Und dann komme ich jetzt zu dem eigentlichen Punkt. Ich hatte nämlich neulich bei einem Autobauer eine interessante, oder bei einem Automotive-Unternehmen eine interessante Begegnung mit einem Softwareentwickler oder so einem Senior Enterprise Architect, also so ein Entwickler so in meinem Alter, der sagt, sag mal, seid ihr bescheuert? Ihr treibt hier einen Riesenaufwand für eine Fahrererkennung, ja? Damit das Auto erkennt, wer gerade fährt, ob X oder Y oder, ja, also hier mit Gewicht und Größe und Dings und Bums, ja. Warum macht ihr das eigentlich? Das interessiert doch keine Sau. Ja? Den Aufwand könnt ihr euch auch eigentlich sparen. War eine längere Diskussion. Ich habe ihn nicht überzeugt, aber ich habe wenigstens ihm klar gemacht, dass man in Deutschland auf sowas einfach achtet. Dass es in Deutschland einfach wichtig ist, dass nicht jeder, dass wir in Deutschland auf so Sachen wie Bewegungsprofile einfach achten. Ja, wer wann, wie, wo lang hinfährt. Ich möchte nicht, dass, ne? Zur gleichen Zeit höre ich dann an anderer Stelle, so über Flurfunk, so Bekannte, so die mir erzählen, dass es in gewissen Märkten, oder also Länder, jetzt Markt gleich Land, dass es da interessante Entwicklungen gibt, sowas wie, ich kann also, ihr habt eine App, toll, haben wir jetzt alle, ja, und ich kann also mit der App nachvollziehen, wo ich gefahren bin. Ja, können ja alle. Ne? Connected Car, schöne Sache. Aha, ihr habt eine Fahrererkennung. Aha. Ach so, das heißt, nur ich kann nachvollziehen, wo ich gefahren bin. Das heißt, meine Frau kann nicht nachvollziehen, wo ich gefahren bin. Oder mein Fahrer kann nicht nachvollziehen, wo ich rumfahre, wenn er seinen freien Tag hat. Das ist ja interessant. Das haben die anderen gar nicht so. Das ist mir jetzt noch nirgendwo aufgefallen.
Ja, und wenn ich dann jetzt 2 und 2 zusammenzähle, komme ich dazu, dass, guck mal da, das ist ein Verkaufsargument, das ist ein Unique Selling Point, das ist ein Wettbewerbsvorteil, dass das Auto Datenschutz eingebaut hat oder die App dahinter. Ja? Das ist ein Feature, das andere nicht haben. Das ist ein Feature, das manche Kunden mögen, ja, bevorzugen. Und da komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, ist dieser Datenschutz vielleicht doch nicht so böse? Ist es vielleicht ein Grund, deutsche Produkte zu kaufen, so wie damals Made in Germany? Ja, es ist unter Umständen, nein, es ist in vielen, oder eigentlich generell ist es aufwendiger, deutschen Datenschutz zu implementieren, als ihn nicht zu implementieren. Ja? Aber es geht und manche Unternehmen gehen tatsächlich auch den Weg. Da gibt es hier das Thema Azure, habt ihr vielleicht mitbekommen. Azure hat jetzt letztes Jahr einen großen Deal gemacht mit T-Systems. T-Systems ist jetzt Data Guardian für Daten, die bei Microsoft in Deutschland gehostet werden. Das heißt, sollte jetzt irgendwelche Geheimdienstaktivitäten Microsoft Deutschland zur Herausgabe von Daten zwingen, können sie das nicht mehr, weil die Daten T-Systems gehören. Microsoft macht nur noch die Cloud drumherum und Azure, Chaka. Aber die Daten liegen in der Hoheit von T-Systems und damit außerhalb von irgendwelchen amerikanischen Geheimdienstzugriffen. Und AWS, hier Amazon Web Services, die haben letztes Jahr ein RZ in Frankfurt aufgebaut. Es ist, glaube ich, deutlich teurer für sie, als ein riesen RZ irgendwo in Utah in die Wüste zu setzen. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Ja, weil ihnen die Cloud-Kunden weggelaufen sind nach Snowden. So, ich sehe das also so, Datenschutz und Geschäft sind keine sich gegenüberstehenden, konkurrierenden Pole, ja, sondern da gibt es Möglichkeiten. Jetzt kommt ihr. Ja, also, Datenschutz, Geschäft, These, Antithese, Synthese. Wie seht ihr das? Das ist meine letzte Folie, ich bin jetzt fertig. Ja, sprich. Jetzt wär's, haben wir da noch so eine Hand? Bla, mir, ne? Ich gebe dir auch gern. Wir können ja auch kuscheln. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, komm. Bitte. Es gibt ja jetzt die europäische Datenschutzrichtlinie, die ja dann das deutsche Recht überstimmt. Was hältst du denn davon? Nächste Frage. Die europäische Datenschutzgrundverordnung. Ja. Es ist nicht deutscher Datenschutz. Ja, so. Das macht aber nichts. Also, nein, was heißt, das macht nichts? Das macht schon was, weil Unternehmen nicht mehr dazu gezwungen werden, unter Umständen so ernsthaften Datenschutz zu betreiben wie bisher, zumindest in Deutschland. Aber das Thema führt ein kleines bisschen dran vorbei, an dem, wo ich eigentlich hin möchte. Ja, nämlich dahin, ich bin jetzt kein Entwickler. Wie seht ihr das? Also ich will Austausch, ja. Ich mache Big Data, also keine Ahnung, kommt jetzt vielleicht jemand vor euch und sagt, ich mache Big Data und ich sag dir, du hast keine Ahnung, du kannst Big Data nur ohne Datenschutz machen, weil. So, und dann sagt jemand anderes, Bullshit, du kannst. So hätte ich es jetzt gerne. Du schon wieder. Kann auch vorkommen. Dann kommt, ja komm, aber nicht jeder will vorkommen. Nein, warte, da hinten ist noch jemand. Komm. Ja, du zuerst. Also, ich denke, da gibt es auch einen großen Unterschied, welche Daten man für was einsetzt. Also im Forschungsbereich, ja, das sind diese Daten in der Regel sowieso schon irgendwie entweder komplett anonymisiert oder sie sind halt ja schon auch irgendwie
naja, man will halt irgendwas erforschen und da interessiert mich das nicht irgendwie auf eine Person entgegen. Genau, ja. Während jetzt im wirtschaftlichen Bereich, gerade jetzt Richtung Werbung, da willst du ja Big Data machen mit genau diese Person da. Ja, also Big Data ist so eine Sache mit, da muss man aufpassen, in welche Richtung geht. Es gibt einmal die gute Seiten und einmal die schlechten Seiten davon. Ja? Okay. Und je nachdem, wie man es anwendet, hast du ein Problem oder nicht. Okay. Das hört sich schon mal gut an für mich, nämlich dahingehend, dass für Big Data in der Forschung, da kannst du auch mit anonymisierten oder pseudonymisierten Daten arbeiten, da brauchst du, ja, okay, das heißt also ein Datenschutz und Einhalten der deutschen Datenschutzgesetze in der Forschung, siehst du... Da hast du auch Ethikrechte teilweise mit. Okay, nochmal... Also in der Medizin hat man da noch irgendwelche Ethikrechte und die bestimmen dann die entsprechenden Datenschutz nochmal um Level mehr, weil du darfst nicht auf die Patientendaten zurückgreifen. Okay. Die sind nochmal ein höheres Gut. Okay, danke. So, da hinten. Achso, ich arbeite in dem ganzen Big Data Bereich erstaunlicherweise und das geht mit Datenschutz. Auch die böse Seite mit dem Targeted, also Advertising, also ihr kauft bei McDonald's ein und bekommt am nächsten Tag einen Brief vom Burger King. Das Problem ist doch eher nicht im Ausrollen dieser Techniken, sondern eher in dem Entwickeln. Denn meistens ist das Problem, dass kein Mensch deinen persönlichen Datensatz sehen darf. Die Software darf ihn verwenden, aber ich darf jetzt nicht eingeben, hier Hans Müller in der Straße XY und danach schauen, wie viele Sexpartner der hatte. Aber, also, wenn man solche Daten sammeln würde, rein theoretisch, aber... Was ja niemand tut. Benutzt jemand Schlaftracker auf dem iPhone? Die sammeln das. Auf jeden Fall, das Problem ist meistens eher beim Entwickeln von solchen Algorithmen, weil zum Entwickeln von einem Algorithmus, der irgendwelche Daten auswertet, muss man ja Daten haben, die realistisch sind. Und meistens nimmt man da ein Sample von Daten, die man bereits gesammelt hat und muss sie pseudonymisieren. Dann sind sie aber ab und zu nicht mehr plausibel. Und da besteht meistens dann eher so diese Angst vorm Datenschutz, weil dann die Entwickler sagen, ja, wir haben keine richtigen Daten, mit denen wir entwickeln können. Und hört der Chef, ja, oh, Datenschutz ist scheiße, geh ich zu meinem Chef, der soll mal ein bisschen bei der Politik irgendwie sich beschweren. Und dann kommen da diese Problematiken mit dem Datenschutz raus. Aber in der Realität, also wirklich im Einsatz, wo solche Sachen laufen, rennt man darin eher seltener in Probleme. Zumindest so in dem, was ich beruflich erlebe. Okay, also in der Softwareentwicklung, in der Entwicklung von Algorithmen. Hast du gerade Data Science gesagt? Nee, nicht direkt. Nee? Ich mache Assistive Engineering. Ich baue die Scheiße auch, aber ich arbeite okay. Mit Data Science. Also in der Entwicklung von den Algorithmen, da sagst du, sind pseudonymisierte Daten unter Umständen nicht so... Okay, gut. Next. Ja, hallo, Thomas, mein Name. Ich habe bisher festgestellt, dass in der öffentlichen Presse es immer wieder zu Nachrichten kam, dass so Hersteller wie Router-Hersteller dergleichen, ihr kennt die Namen mit diesem AVM, dass die Probleme mit Verschlüsselungstechnologien haben. Gerade wenn sie irgendwelche Updates ausrollen sollen, dann gibt es da schon mal so den ein oder anderen Macke. Ich habe eher den Eindruck, dass Datenschutz die Hersteller dazu zwingt, Verschlüsselung auszurollen und eben auf Datenschutz zu achten. Ich finde das sehr wichtig und gerade auch in den Kommunikationsbereichen, egal was es ist, ob du jetzt EGK als Beispiel nimmst, da ist Datenschutz wichtig und vor allem zwingt es die Hersteller, Datenschutz auszurollen. Okay, danke. Weitere Meinungen? Okay. Ja. Wollte jetzt hier anfangen, zu provozieren, aber jetzt kommt da. Nochmal ein ganz anderes Thema. Du meintest vorher ja, dass das eigentlich cool ist, dass jeder seine eigenen Daten anschauen kann, gerade für die Verfolgung von seiner Strecke, die man gefahren ist und so weiter. Davon müsste ja aber ja der Hersteller auf jeden Fall die Daten haben, egal von wem der da gefahren ist. Also auf der anderen Seite könnte doch auch, wenn jetzt die Polizei oder was mit der Terrorkeule kommt, zum Hersteller geht und sagt, jetzt brauchen wir mal die Daten von dem, müssten die das auch ohne Probleme rausgeben, oder? Bitte wenden Sie sich an die Presseabteilung.
Die Terrorkeule, ja klar. Die Terrorkeule ist natürlich um Himmels Willen. Ja? Datenschutz ist schön, Sicherheit ist besser. Ja, das ist der Zwillingsbruder, der hässliche Zwillingsbruder von dem anderen mit dem super Grundrecht auf Sicherheit. Ja, ja, das super Grundrecht auf Sicherheit. Ja, Hilfe, wir brauchen ein Burka-Verbot, weil Terror. Das ist jenseits von, ja, also die Terrorkeule, also, das ist halt, ja, Strafverfolger, die kriegen Daten, ja, in der Regel. Strafverfolger kriegen auch deine Kommunikationsdaten. Ja, es geht halt um das Kleine von wegen, also die kleine Strafverfolgung mit der Ehefrau oder dem gehörnten Partner oder so. Ja. Also mir gehen so zwei Themen dazu durch den Kopf. Das eine ist, ich kann mir vorstellen, dass es viel hilft, wenn man diese Polarisierung von Sicherheit versus Datenschutz oder Freiheit auflösen würde. Das ist ja nicht, also es wird immer so als Gegensatz hingestellt, ja, aber es ist de facto kein Gegensatz. Ja. Okay. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man über diese Schiene das mal aufzubrechen vielleicht was bewegen könnte. Und das Zweite ist, was ich jetzt ein bisschen schwierig finde an unserer Diskussion, wo sie hinführt, weil wir ja bei Datenschutz von ganz unterschiedlichen Sachen reden können. Ja? Also kann mein Familienmitglied in die Autodaten von mir reingucken oder nicht? Das ist ein ganz anderes Thema als die Frage, wie viel Daten hat der Autobetreiber oder der App-Betreiber von aller meiner ganzen Familie? Das ist ein wiederum anderes Thema. Was macht dieser Betreiber mit diesen Daten? Gibt er sie weiter oder was zieht er für Schlüsse daraus und sind die eigentlich richtig? Wieder ganz anderes Thema ist Datenschutz im Sinne von, ich übertrage Daten verschlüsselt, dass sie schon mal auf dem Weg geschützt sind. Das kann ich jetzt die Liste natürlich noch fortsetzen, aber es sind halt Dinge, die auch so, also die sind halt komplett unterschiedlich und müssten, wenn man jetzt sagt, man will das als Verkaufsargument nehmen, komplett anders diskutiert werden. Und ja. Da weiß ich jetzt nicht, wo du hin willst, heute, jetzt mit uns. Ich möchte einfach nur den Denkanstoß geben, den, der jetzt bei dir auch, glaube ich, angekommen ist, im Sinne von, oder den du schon mitgebracht hattest, von wegen, das müssen keine Pole sein, die sich gegeneinander unversöhnlich einander gegenüberstehen, sondern da gibt es auch eine Synthese. Da gibt es jede Menge graue Stufen dazwischen und jede Menge Möglichkeit zu sagen, auch, man kann das eine mit dem anderen verbinden. Ja? Man müsste es anders diskutieren, sagtest du. Ich weiß nicht, anders, aber ja, es ist halt ein sehr komplexes Thema und momentan ja, vielleicht. Also vielleicht ist es gut, wenn wir uns auf ein oder zwei dieser Komplexe fokussieren, um was zu erreichen jetzt hier heute. Wir sind nicht bei der AfD, wo es einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt. Bist falsch abgebogen. Die AfD ist hinten rechts. Ich möchte tatsächlich nur das Thema anstoßen. Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es da beim Kongress oder so mal eine Follow-up zum, hat mal jemand Gedanken gemacht, ich habe da eine Idee oder irgendwie. Mir geht es nur darum, diese beiden Pole darzustellen, eben nicht mehr als gegenübergesetzt, sondern ja, wenn man will, wie ihr eben gesagt habt, mit pseudonymisierten Daten kann man auch arbeiten. Ja? Man kann auch seine Algorithmen auch mit pseudonymisierten Daten entwickeln. Man muss keine Live-Daten oder Echt-Daten personenbezogen haben. Der zweite Punkt, den du gesagt hast, habe ich wieder vergessen, sorry. Du auch. Ja, das eine war, dass Datenschutz auf so verschiedenen Ebenen war. Ja? Das zweite war eben, dass Datenschutz und Sicherheit. Ah, die verschiedenen Ebenen mit, was macht der Hersteller oder der App-Betreiber oder der App-Anbieter und sowas, machen die mit meinen Daten? Okay. Habe ich jetzt gerade keinen schlauen Spruch zu. Aber ich, das Thema differenzierter anschauen, nehme ich auf jeden Fall mit. Danke dir.
Ich denke auch so, in der Industrie ist es immer so, der Datenschutzbeauftragte, seine erste Aufgabe ist erstmal klarzumachen, er ist nicht dafür da, betriebliche Daten zu schützen, weil er ist dafür da, einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Und da geht es nur darum, personenbezogene Daten zu schützen. Das heißt, dem ist es völlig egal, jetzt rein von seinem Auftrag her, ob irgendjemand die Patentdaten in die Cloud stellt, weil das ist, hat nichts mit Datenschutz nach seinem Konzept zu tun. Aber ich glaube, wir haben da im Prinzip die ähnliche Problematik wie mit Security und Safety. Wir bräuchten eine Begrifflichkeit, die das ausdrückt in einem Satz, der Schutz personenbezogener Daten versus der Schutz von Daten vor Zugriff, egal welcher Art. Ja, okay. Also da müsste man überlegen, wie man das in ein Thema bekommt, dass man weiß, wovon man spricht und nicht auch dann ständig divergiert. Okay, gut. Ja, mal ein relativ prägnantes Beispiel, jetzt mal aus dem Krankenhausumfeld. Patientendaten durchaus schützenswert, wie vorhin dargestellt. Jetzt hat man diese tollen Fitnessarmbänder, die wir allesamt kennen, die hoffentlich hier niemand anhat. Und es gibt leider Gottes inzwischen Krankenkassen, die gerade die Privaten, die sagen hier Beitragszahlungen bitte runter, dafür hängt ihr euch ein Fitnessarmband rum und die Daten kriegen wir komplett. Dafür, dass Krankenkassen eigentlich nichts über ihre Patienten diese finanzieren irgendwie wissen sollten, ist das irgendwie doof. Ich befürchte, es wird immer schlimmer in der Entwicklung, in der Medizintechnik hat man es dann teilweise, dass wir extremste Probleme kriegen, Betriebssysteme für irgendwelche Entwicklungen zu finden, die wir überhaupt noch verwenden dürfen, weil irgendwie ja auch vermeintlich noch gerade so benutzbare Betriebssysteme wie ein Windows 7 heutzutage dann teilweise nicht mehr eingesetzt wird. Und die Fortsetzung ist uns allen geläufig mit den dort vorhandenen Problemen. Und dann stellt man fest, dass gewisse Hardware-Anforderungen leider nur mit gewissen Betriebssystemen laufen und irgendwie die drei großen Anbieter gerade für mobile Endgeräte mit den entsprechenden... das leider Gottes mit jeglichen Richtlinien, die es in Medizinproduktegesetzen gibt, eigentlich nicht vereinbar ist. Vollkommen egal, welchen man da irgendwie nimmt. Die Fitnessarmbänder, natürlich, ja. Fitnessarmbänder ist ein gutes Thema. Danke für den Hinweis. Du hast nochmal, oder? Ich fand den Aspekt vorhin oder den Vergleich des Datenschutzes mit Security oder Safety sehr schön, weil bei beiden haben wir auch das Problem, dass beides kein Profit Center in der Firma ist. Beides kostet Geld. Und ist im Endeffekt erstmal vollkommen egal, weil wenn ich ein Auto bauen kann, ist mir egal, ob irgendwie Datenschutz benutzt wird oder nicht. Man sollte irgendwie vom Datenschutz kann man aber dafür sehr gut am Marketing aufhängen. Wie gesagt, das ist dieser Punkt, meine Frau sieht nicht, ob ich nachts noch einen Burger verdrücke oder eine Prostituierte. Aber es ist im Endeffekt auch gerade mit diesem bereits vorhandenen Symbol Made in Germany und dass wir auch weltweit eigentlich dafür bekannt sind, dass wir da ein bisschen anders ticken als diverse andere Länder, vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man es irgendwie ins Marketingbudget reinhängen könnte. Dazu aber noch eine andere Sache. Der deutsche Datenschutz ist gar nicht mal so streng, wie viele Leute denken. Wir sind jetzt zwar nicht wie die Schweden, die irgendwie ihre Steuererklärung irgendwie von jedem anderen sehen können oder ähnliches. Aber wer schon mal so eine Selbstauskunft, ich glaube, das heißt Datenselbstauskunft oder ähnliches, bei Firmen eingeholt hat, also jetzt nicht nur bei der Schufa, die ja eh relativ bekannt ist, dass sie irgendwie alles von uns hat, sondern bei so Firmen wie Avato, der wird sehen, dass die unheimlich viele Infos über euch haben, obwohl ihr mit dieser Firma direkt nie zu tun gehabt habt. Also Avato kenne ich, weil es der größte Dienstleister im Bereich Forderungsmanagement in Deutschland ist. Gehört der Bertelsmann-Gruppe, macht für Facebook gerade dieses Post-Löschen von Nacktfotos und so. Nur so als Hinweis, dass der Datenschutz gar nicht mal so streng ist. Ja, da gibt es dieses Listenprivileg, wo diese Adresshändler, ja, da gibt es tatsächlich eine ziemlich große Schlupftür. Aber auch
bei den allermeisten Daten, die du halt rausgibst, gilt, die dürfen nur verarbeitet werden, wenn du zustimmst. Ja, also Datenverarbeitung ist verboten. Es gibt aber einen Erlaubnisvorbehalt. Aber das ist, ja. An der Stelle. Okay. Wir hatten, ich glaube, die Zeit läuft langsam aus. Wer von euch möchte das Schlusswort? Du machst das Schlusswort, dann darfst du vorher nochmal. Ja, danke. Aber gerade weil du meintest, irgendwie Datenschutz und Geschäft und sowas, ich meine, im Endeffekt läuft es doch darauf hinaus, wer ist bereit für Datenschutz und Privacy zu zahlen? Und ich glaube, solange nicht mehr Leute bereit sind dafür, jetzt Beispiel Fitnessarmband, ich zahle halt die höheren Beiträge und trage es nicht. Oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne zum Beispiel viele Leute in meinem Umfeld, die sind super technikaffin, aber die benutzen WhatsApp statt Threema, weil Threema einen Euro kostet. Und ich weiß nicht, ob ihr da auch Leute kennt, denen es so geht, und das finde ich schon irgendwie traurig. Wenn man sagt, auf der einen Seite, mir ist meine Privatsphäre so viel wert, auf der anderen Seite gebe ich nicht mal irgendwie einen Euro aus. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass aktuelles Beispiel jetzt die WhatsApp-Userbase so viel kleiner wird, wie man uns glauben machen will. Okay, danke. So. Eine der Vorfragenden hatte den Wunsch nach mehr Differenzierung geäußert, um diese Thematik hier besser einsortieren zu können. Im Rahmen meines Schlusswortes würde ich dem noch eine Fragestellung hinzufügen. Wo genau ist die Trennlinie zwischen personenbezogenen Daten und den Daten von Maschinen, die Personen benutzen? Das kann das Smartphone sein, aber auch das Automobil. Diese feine Trennlinie, insbesondere aufgrund der Verknüpfbarkeit, ist, glaube ich, wichtig, die zu definieren, damit man überhaupt zu einer Lösung kommen kann. Und klar, ja, für Lösungen und aber auch den Mehrwert von Data in Germany überhaupt definieren kann. Das war mein Schlusswort. Danke. Super, vielen Dank. Dann füge ich dem jetzt nichts Schlaues mehr hinzu. Vielen Dank. Ich würde das nachher alles nochmal genau anschauen, eure Denkanstöße, Thema Differenzierung, Thema Fitnessanwender, Thema es geht auch mit, und vor allen Dingen auch das Thema, es ist ein Marketing-Thema, deswegen auch der reißerische Aufhänger hier mit Made in Germany und Data in Germany. Gut, ich wollte hier, ich hab das bekommen, was ich wollte. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank. Ja, bitte. Wie heißt das? Gewerkschaft. Gewerkschaft. Gewerkschaft, okay. Alles klar, vielen Dank.